Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 7. Februar. Ich grüße ganz herzlich. JFD blickt wieder hier auf die realen Interbankenpreise, wie es denn hier ohne Fakes und Türks sein soll. Ich widme mich heute aus gegebenen Anlass auch hier dem Euro gegenüber dem US-Dollar, der sich ja hier ein Stück weit mit großer Schwäche in die neue Woche bereits gestern begab und heute hier insbesondere noch mal eine oben drauf kriegt. Und wir sind hier schon, Sie sehen es auch auf der Südseite hier in der Heatmap, ganz klar beim Euro-US-Dollar und British Pfund-US-Dollar deutlich im Minus. Wir haben auch hier die Daily Ranges schon unterschritten. Das heißt hier die durchschnittliche Tagesschwankungsbreite, die sich anhand der letzten Kerzen eben hier skizzieren lässt. Gehen wir kurz in den Tageschart dazu. Je nachdem, was man dann für eine Range-Auswahl an Perioden nimmt, die letzten 10 Tage, letzten 14 Tage, letzten 20 Tage, bekommt man dann sozusagen einen statistischen Mittelwert der Range und der beträgt oder das beträgt hier beim Euro-US-Dollar zuletzt eben hier 70 Pips. Ist nicht viel. Wir hatten auch schon Zeiten, da ging es regelmäßig über 100 Pips. Heute allerdings schon 83 Pips gelaufen und Sie sehen die heutige Tageskerze hier ganz stringent nach unten. Ja, was kann man jetzt sagen? Wir haben letztlich beim Euro-US-Dollar die gefährliche Situation, dass er noch vor 1,085 abgedreht ist. Hier der Widerstandsbereich vom Februar, Dezember hier auch bestätigt. Hier auch die Horizontalzone, die wir schon relativ lange als 1,085 hier im Chart drin haben. Und ja, dieses Level ist jetzt verfehlt worden in der vergangenen Woche. Hier auch mit diesem Inverted Hammer. Dieser Candlestick-Formation sicherlich nicht unbedingt ein sehr positives Zeichen. Jetzt bleibt mal abzuwarten, was passiert. Wir sehen, wie gesagt, heute diese mega schwarze Kerze. Und grundsätzlich war auch anzunehmen, auch im Hinblick, und das hatten wir zuletzt auch analysiert, der vorausliegenden Saisonalität, und die ist wirklich strong bullish, kann man sagen. Ihr seht das hier im Februar, laufen wir hier stringent nahezu nach oben, geradlinig eigentlich hier saisonal nur mit Rückenwind behaftet. Dennoch, das ist interessant, heute der Dienstag hier statistisch der schwächste Tag. Und der wird es wohl auch bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Kerze heute komplett rebounden und hier dann praktisch noch einen positiven Hammer draus machen. Kann ich mir nicht vorstellen, kann passieren, aber rein statistisch kriegt der Dienstag hier nochmal einen obendrauf in Sachen negativer Tendenzen. Sie sehen es hier, die 52-Wochen-Tendenz bei nur 36% positiver Schlusspreise in der Zeit von 7 bis 22, aber auch im Overall 24-Stunden-Handel sehen wir beim Euro-US-Dollar schwupps sogar noch einen schwächeren Wert mit 34%. Also wirklich denkbar grottig schwach der Dienstag. Wer also Euro-US-Dollar shorten möchte, sollte sich definitiv den Dienstag mal vornehmen. Heißt natürlich nicht, dass das für immer so bleibt, aber grundsätzlich heute wieder eine ganz klare Bestätigung. Dennoch, auf dem Tageschart betrachtet, ist das jetzt hier sehr, sehr interessant. Ihr seht den grauen Fall, den wir unlängst eingezeichnet haben. Die Chancen, dass wir im Sinne der Saisonalität deswegen auch präferiertes Szenario nach oben drehen, waren eigentlich gegeben. Insofern auch die Chancen dahingehend berechtigt, dass Euro-US-Dollar tatsächlich hier mal aufdreht und sozusagen auch die Abwärtstrendlinie hier nochmals attackiert. Das können wir uns gerne nochmal anschauen. Diese rührt hier vom Hochpunkt des Mai letzten Jahres, hier mehrfach bestätigt. Und diese Attacke mit einem Spike-Sprung über 1,85 war zu favorisieren. Gegebenenfalls, und das ist eigentlich der zentrale Widerstandsbereich, sogar eine Attacke hier auf 1,14, 1,14,50. Das, wie gesagt, ist nicht geschehen. Bislang noch nicht, wir müssen dem Ganzen noch ein Stück weit Zeit einräumen, aber grundsätzlich hier die Tagesrange sehr, sehr spannend, weil eben ausgereizt. Und wenn wir den Tageschart mal nehmen, ich würde mal hier ein bisschen Klarheit schaffen und die Linien mal rausnehmen, ist hier interessant zu sehen, dass wir hier in einem schon interessanten Level verweilen aktuell. Wenn wir hier so eine Horizontallinie reinziehen, ist das im Prinzip eine Möglichkeit, die dem Euro-US-Dollar hier zur Stabilisierung helfen sollte. Bleibt dies aus? Also kommen wir heute hier nicht wirklich nochmal deutlich nach oben und prallen sozusagen von dieser Zone um 1,067 nach oben hin ab, prallen wir eben nicht nach oben hin ab, dann muss man sagen, geht es hier sicherlich relativ zügig nach unten, können dann nochmal ein Pullback an dieses Level geben und dann haben wir hier doch noch den Lauf in Richtung der Tiefs vom Dezember-Januar vor uns liegen und das könnte dann durchaus passieren, das muss man ganz klar unterstellen. Bleibt aber das blau gestrichelte Szenario, denn auch ein Abprall im Sinne der Saisonalität ist hier vorstellbar, sozusagen, dass Euro-US-Dollar dann doch nochmal hier einen Auftrieb erfährt. Dazu muss, und das ist eine Grundbedingung, allerdings das heutige Hoch aus der Night Session überwunden werden. Das liegt natürlich jetzt hier schon ein Stück weit zurück. Dann kann es hier unverändert dazu kommen, dass wir hier eine Attacke im Sinne der Saisonalität auf der Oberseite sehen. Ist aber, wie gesagt, erst aktuell, wenn wir das heutige
Tageshoch der Night Session überwinden. Ansonsten, und ich mache den Fall dann hier doch mal grau, ist eine bessere Unterscheidung. Ansonsten muss man hier den Bären ganz klar den Vorrang geben und das heißt, ergo, wir sehen hier doch noch weiter fallende Preise gen Süden. Das ist ganz klar anzunehmen und wird hier sozusagen dann weiter auf dem Euro lasten. Das hier zur aktuellen Einschätzung auf dem Tageschart. Schauen wir uns mal die Intraday-Action an. Da sehen wir auch hier diese Zone 1067. Das ist schon ein Level, ja, auch hier kurzfristig betrachtet, eine spannende Zone, wo die Chancen eines Rebounds einer Reaktion zumindest gegeben sind. Ja. Dass dann neue Tiefs folgen, das will ich nicht ausschließen, aber zumindest kann es erstmal einen Erholungsschub geben. Unter Intraday-Gesichtspunkten haben wir hier auch ein schönes Widerstandslevel. Im Moment hole ich mir gleich mal dieses Rechteck hier hoch. Haben wir hier ein schönes Widerstandslevel. Soll heißen, wenn Euro-US-Dollar auf den Trichter kommt, sich hier erholen zu wollen, ja, im Intraday-Bereich, was vom aktuellen Support Level 2 auch gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre, dann dürfte sich hier bei 1,0715 etwa das Ganze schon erübrigen. Und wenn die Bären eben hier weiteren Druck ausüben, dann dürfte es doch weiter gen Süden gehen. Und dann hätten wir im Prinzip auch den grauen Fall als blauen wohl am Tageschart aktiviert. Ansonsten erst oberhalb des Pivot Points, erst oberhalb des Hochs hier aus der Asia Session wäre überhaupt dran zu denken, dass Euro-US-Dollar wieder einen positiven Bias macht. Also heute einfach mal eine grundsätzliche Einschätzung zum Euro-US-Dollar. Etwas zwiespältig, Intraday, kurze Erholung möglich in meinen Augen, dürfte dann aber durchaus weiter gen Süden gehen können beim Euro-US-Dollar. Und auf Tagesbasis muss man eben jetzt wirklich sehen, ob diese Zone verteidigt werden kann. Sollte das nicht der Fall sein, also ein Stück weit muss ich den vorhin blau gestrichelt machen, bleibt es dabei, dass wir hier doch einen Move noch nach unten sehen und der Dollar sozusagen weitere Stärke erfährt. Dazu ganz kurz der Dollar, ja, der US-Dollar-Index sozusagen, der praktisch hier einen Währungskorb darstellt aus 6 Währungen und der Außenwert des Dollars darstellt. Und da haben wir auch hier die Marke von 100 Punkten schon seit langer Zeit im Visier gehabt. Hier auch eine damalige Einschätzung zur Tendenz, also Pullback an dieses Ausbruchslevel. Gerade auf Wochen- und Monatsbasis ist das sehr schön zu sehen. Die 100er Marke ist eine runde Hausnummer, psychologisch wichtig, aber auch definitiv charttechnischer Struktur, sage ich schon, Struktur nicht zu unterschätzen. Und ja, wir haben hier einen kleinen Dips drunter gemacht, wie es so schön heißt, einen kleinen Fake-out. Und jetzt sehen wir hier starkes Momentum und spricht eigentlich dafür, dass es eben hier durchaus jetzt von diesem Level aus nochmals nach oben gehen könnte. Ob wir die Hochs hier vom Dezember ansteuern, das wird mal gespannt zu beobachten sein. Aber es scheint zumindest hier der erste Abwärtsdruck beim US-Dollar-Index weg. Und im Kontext dessen muss man ganz klar sagen, liegt der Vorteil zurzeit wieder bei dem Dollar, kurzfristiger Natur. Okay, hier saisonal blau, wie gesagt, nach oben. Das bleibt der Fall. Aber um Sie nicht mehr zu verwirren, machen wir es jetzt so. Genau, erst neues Tageshoch schafft hier Klarheit im Sinne des Dollarindex, im Sinne der Intraday-Strukturen bleibt hier sozusagen der schwächere Bias existent, wenn wir hier signifikant nach unten durchbrechen. 1,067 hier mal im Auge halten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es. Euro-US-Dollar, wie gesagt, ein Stück weit unklar. Es wäre schöner gewesen, wenn er hier nach oben rausgegangen wäre. Das präferierte Szenario, also eines Durchlaufs auf 1,085, hat nicht geklappt. Jetzt hier eher die Tendenz gen Süden wohl zu erwarten, entgegen der Saisonalität. Soll vorkommen. Also, warten wir mal ab, was der Euro uns noch bietet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Und denken Sie vor allem dran, immer mit dem richtigen Broker zu arbeiten. JFD Brokers, Just Fair and Direct, der Name ist Programm. Ich wünsche was, auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.